Besonderheiten, die Sie jetzt auch so noch nicht gesehen haben. Es gibt Indizien dafür, ob ein Fahrzeug wirklich echt gut erhalten ist oder doch dann viel so rumgebaut und gemacht, damit er halt hingekommen ist. Mhm. Und dieser hier hat in jedem Detail die Beweise für die Echtheit. Sehen Sie zum Beispiel die Binde um das Boschhorn, die beiden Hefte zusammenhängen, mit der Originalbeschriftung, das Ganze in Aluminium. Die Klemme für die Kabel, so wie man sie damals hatte. Oder die Ledergamaschen um die Blattfedern, die werden ja mit Fett, Fettnippel sind da, gefüllt, da quietscht das nicht, da rostet das nicht, die waren vor dem Straßenweg geschützt. So geht es mit allen Details weiter. Das Dach oben hier, die Einfassung, ist so, wie man das damals gemacht hat. Ja? Also da ist ein Aluminiumrahmen, der ist genagelt auf ein Eschenholzgerüst, und das Eschenholzgerüst ist bespannt mit Leder. Und das ist auch noch da. Und da würde ich auch nie was dran ändern. Dann die Details, der Scheibenwischer mit all seinem, mit seinem Motor hier und seinem Kabel, das so geringelt, verlegt ist dann hier unten in der Tür. Oder auch dieses Sonnenrollo mit dem Original, mit den Originalführungen aus Draht. Ich traue mich das nicht runterzuziehen, das kann man jedenfalls als Sonnenblende hier runterziehen. Im Sommer war es komfortabler als mit unseren heutigen Autos. Du konntest die Klimaanlage anmachen, indem du die Frontscheibe aufklappst, deswegen sind die Scheiben nicht herum, dann kommt frische Luft rein. Du stehst die ganze Zeit im Schatten, weil du deine eigene Beschattung hast, und kannst zufällig auch noch einen Sonnenrollo runtermachen. Also die Details, die man sich im originalen Einstieg leisten, mit Mercedes-Benz, das Griffstück hier auf der Seite zum Aufschnallen von Zusatzgeräten wie Tanks und kleine Ölkanister und so, sind da Originalkordeln in der Tür, keine Nachfertigung, nicht einfach irgendein Lederband hier mit dran. Der Originalschnapper für die Verriegelung, die Holzrahmen und die Scheibe, jedes Detail stimmt an diesem Auto. Und das Schönste ist ja eigentlich, wenn wir dann mit der Kamera mal reingehen und gucken uns dieses Armaturenbrett an, weil da sieht man auch, da stimmen alle Instrumente, die Anordnung stimmt und die Art, wie das gemacht ist auch. Man kann bei diesem Auto eigentlich auch im Motorraum, man sieht es ja sofort, es gibt keinen neuen Keilriemen, es gibt den alten Flachriemen mit seinem Schloss. Ja? Das Einzige, was mal erneuert wurde, was aber auch von der Form her, Entenschnabelform nennt man das, stimmt, dass wohl vielleicht 1935 oder so mal neue Kerzenstecker drauf kamen. Also die Zündkerzenstecker sind vielleicht nicht aus dem allerersten Baujahr. Aber das ist auch alles und das diente natürlich der Betriebsfähigkeit des Autos. Der Vergaser, wie gesagt, das Automax-System, Sie haben auch schon gesagt, das Ölkännchen steht da unten drin und eben auch so Details, wo die Überlappung der Karosserie mit dem Fahrgestellrahmen hier noch zu sehen ist. Das ist natürlich jetzt korrodiert. Das ist aber auch nicht essentiell. Das ist eigentlich nur das Widerlager für die Motorhaube, das man da vorne wieder anmachen kann. Wenn das Widerlager für die Motorhaube dann da ist, kommt die Gummidichtung auch wieder rauf, die hier fehlt. Und dann ist diese Haube, ist die auch wieder geräuschfrei. Also die Original-Stoffstreifen hat man ja gemacht, damit die Metallhaube nicht auf dem Kühler, das bewegt sich ja alles so in der Fahrerei, sind hier, die werden durchgeworben, immer so, zack, ja, und dann ist das hier vorhanden. Also, wir haben 1000 Details, der vierblättrige Kühlerflügel, der original Netzkühler noch von damals. Also,
dieses Auto sagt einfach, und Sie merken, wir können Stunden darüber reden, ja, wollen wir aber nicht, sagt einfach in jedem Detail, ich bin noch so, wie ich damals gebaut habe. Ja, und deswegen, wir freuen uns natürlich auch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, das bei Ihnen hier so zu präsentieren. Danke, denn wo ja. sonst? Ja. Also in dem Falle, das muss man auch nochmal betonen, dass Ihnen die Klassikgala absolut der beste Ort, jetzt sogar auch noch regional mit dem Bezug, dass wir das Fahrzeug wieder in die Wirkungsstätte zurückbringen, in die Region, ist natürlich auch wunderbar. Das war auch für uns natürlich ein ganz toller Punkt, wo wir gesagt haben, eine ganz tolle Möglichkeit. Und wie Sie gesagt haben, die Liste ist lang, ob das noch der Kristallaschenlöcher ist, der auch noch hinten vorhanden ist. Ja. Die Frauenleuchter aus Kristallglas, die auch noch vollständig erhalten ist. Da gibt es noch viele Vorhänge zum Runterziehen. Genau. Nicht alles ist da. Also, es ist wirklich schon beeindruckend. Und ich habe das Gefühl, das Auto wird im Großraum Stuttgart, Mannheim, wie auch immer, irgendwo bleiben. Bei jemandem, der ein Mercedes-Enthusiast ist, der gesagt hat, ich habe schon viele schöne Mercedes, aber eine, der komplett so original ist, untouched, habe ich eben noch nicht. Ja, das würde uns auf jeden Fall sehr freuen und da wäre er auch am besten aufgeblieben. Ja. Vielen Dank. Also wir halten uns mal alle die Daumen, dass das klappt, weil es ja auch allein für Ihr Verkehrsverhältnis das Wichtige war. Je mehr er erlöst, muss auch dazu sagen, desto besser. Aber was auch noch schnell gesagt werden müsste, ist, so ein Auto ist heute, und es hat hier in Schwetzingen angefangen vor 20 Jahren, mehr wert als ein voll restaurierter Neuer. Also neu gemachter, voll restaurierter. Wir waren hier vor 20 Jahren als Erste, die die Klasse H, der unrestaurierten Originale eingeführt. Früher wollte sowas auf dem Konkurs keiner sehen. Da mussten die Autos schön sein, mit Q-Tips geputzt und am besten mit Gamaschen über den Rasen. Wir haben gesagt, nein, wo gibt es noch unrestaurierte Originale? Und wir hatten damals dann gleich einen Landschaft von 1911, der auch völlig ungewöhnlich war. Und seitdem habe ich aber nie so eine Sensation gesehen. Deswegen glaube ich, wenn ich eine Einschätzung geben würde, der wird im Kreis über dem eines restaurierten Mercedes Mannheim liegen. Das wäre natürlich auch gerade, was jetzt mit dem Erlös auch dann bezweckt wird, umso besser und wichtiger. Und, ja, würde uns natürlich. Also, wir halten die Daumen. Genau. Es lohnt sich, das Auto zu steigern.